Das Expertentrio matcht zwei weitere Singles. Ich würde jetzt gerne über Desiree sprechen. Desiree ist eine sehr gelassene und selbstbewusste Frau. Ich bin Desiree, bin 37 Jahre alt und bin Business Development Manager. Durch meinen Job ist es natürlich auch so, dass ich ein gewisses Auftreten an den Tag legen muss. Ich denke, dass mein Auftreten vielleicht ein bisschen einschüchternd auf manche Männer wirkt. Wo ich ja, wenn man mich richtig kennt, gar nicht so bin. Da bin ich eigentlich auch sehr weich, sehr liebevoll. Und ihr fehlt die Nähe. Sie möchte endlich wieder mit einem Partner einschlafen und aufwachen. Und in puncto Nähe denke ich natürlich an einen Mann. Und zwar Marco. Denn Marco hat ja auch in seiner Geschichte Erfahrungen gemacht mit zu wenig Nähe und ja, zu wenig Gemeinsamkeit. Stimmt. Und das ist etwas, auf das er nicht mehr verzichten möchte. Ich bin Marco, 44, wohnhaft in Dresden und beruflich Projektleiter. Die Partnerin müsste jetzt nicht alle Leidenschaften teilen, aber Fahrradfahren und Wandern, das wäre auf alle Fälle positiv. Reisen logischerweise auch positiv. Und wenn sie jetzt selber noch Spaß am Motorradfahren oder zumindest mitfahren hätte, das wäre natürlich für mich jetzt selber perfekt. Genau. Beide sind einfach so gerne draußen. Und ich finde, das ist schon etwas Wichtiges, ne? Ja. Wenn man mit seinem Partner auch das teilen kann. Ja, auf jeden Fall. Dazu kommt noch das Motorradfahren. Das hat ja für Marco einen hohen Stellenwert. Das macht er gerne und hat da Spaß dran. Und Desiree, das hattest du, glaube ich, mit ihr besprochen, ne? Die sagte ja, okay, ich bin zwar selber nicht Motorradfahrerin, aber ich würde mich da durchaus hinten draufsetzen. Mhm. Generell sind sie, was den Lebensstil anbelangt, sehr kompatibel. Ich habe ja sie besucht und sie hat eine beeindruckende Eigentumswohnung. Also die ist so schön hergerichtet. Kommen Sie rein. Ja, sehr gerne. Ja, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Das Gästebad, das haben wir schon renoviert. Wow. Da haben wir auch wirklich komplett neu gemacht. Alles sehr schön. Huh? Das habe ich auch selber gemacht. Ach, das ist toll. Sie haben tatsächlich so ein Geschick für nicht nur Einrichtung, sondern auch um Dinge so hochwertig schön zu machen. Ne? Also ja, danke. So ein bisschen basteln einfach. Ja, ein bisschen handwerklich basteln. Ja. Kreativ, ja. Das passt schon ganz gut zu mir. Und das ist dann das Schlafzimmer. Und in dem Bett hat auch noch kein Mann geschlafen. Noch kein Mann geschlafen? Nein. Ist noch nicht eingeweiht worden? Nein, das ist nicht. Beide, glaube ich, haben dann so einen hohen, guten Sinn für Ästhetik. Er lebt das ja auch. Ich habe ihn zu Hause besucht. Man sieht das in der Wohnung. Ne? Das ist nicht so standardmäßig eingerichtet. Das sind viele Dinge, die man jetzt sonst nicht so sieht. Also wie er sich das selber da gebaut hat mit seinen Holzgeschichten. Mhm. Hallo. Hallo, Herr Arzt. Hallo, Marco. Ist ja eine Altbauwohnung, ne? Ja. Das ist eine schöne Altbauwohnung, genau. Ja. Genau. Hat ja auch zum Glück die Möglichkeit, da ein bisschen was selber zu gestalten, ein bisschen selber was zu machen. Also alles, was jetzt ein Eiche jetzt hier in dem Zimmer ist, das ist alles aus dem eigenen Wald und selber so gedacht, was man damit daraus bauen könnte. Also eine kleine Bank, wo man sich Schuhe anziehen kann. Ja, schön. Ich kaufe mir sehr gern auch viel vom Trödelmarkt. Guck da, was da passt und das ist meistens dann immer bloß ein Teil und da wird noch was dazu gemacht. Aber das Produkt sich dann daraus entwickelt. Gut, also wenn ich jetzt so mir die beiden vorstelle, auch in der Intimität, Sexualität, sind es beides Single, denen Sexualität sehr, sehr wichtig ist. Also die haben hier ganz hohe Werte und sind da auch ein bisschen unkonventionell unterwegs. Da bewegen die beiden sich absolut auf einer Ebene. Dazu zeige ich euch was. Ja. Wir haben hier noch die Liebesstile von Marco und Desiree. Da sieht man auch, wie sind sie beide relativ hoch auf Pragma. Ja. Was man auch sieht, und das geht ja auch in dieses, was du gesagt hast, mit dem Sexuellen und dieser Experimentierfreude, dass sie bei Ludus, so dieses Spielerische und auch sexuell Offenere, ist zwar unter Mittelwert, aber im Vergleich mit den restlichen Singles, die sich bei uns bewerben, ist das schon relativ hoch mit einer 4. Mhm. Insofern kommt das da auch so ein bisschen raus, ne? Ihre Offenheit und ja, dass sie sich da finden können. Die Zahlen und Fakten sind vielversprechend. Also ich glaube, dass Marco schon eine starke Frau braucht, die ihm vielleicht schon auch ein bisschen sagt, wo es lang geht. Und auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass Marco Desiree aber ein bisschen weicher macht. Ein bisschen raus aus dem Kumpelhaften, mehr hin zur Weiblichkeit bringt. Also, ja? Schön. Viele tolle Sachen. Ja?
Dann segnen wir die beiden ab. Gut. Desiree und Marco. Zwei Singles, die vielleicht schon bald gemeinsam durchs Leben gehen.